Der Unterhaltungswert an den Märkten hält sich so ein bisschen in Grenzen heute, aber eine Meldung erhält sehr, sehr viel Aufmerksamkeit, nämlich der größte Hedgefonds der Welt, Bridgewater, geht short. Bridgewater ja von Ray Dalio, der einer der großen Denker vielleicht ist unserer Zeit in Sachen Finanzen und Philosophie. Und Ray Dalio ist jemand, der einen Paradigmenwechsel erwartet und jetzt offenkundig mit einer gigantischen Short-Position hat Bridgewater nicht nur den S&P 500, sondern auch den Stoxx 50 geschortet mit Optionen, die Laufzeit haben bis März. Man geht also davon aus, dass bis März die Aktienmärkte sowohl in den USA als auch in Europa fallen werden. Entweder das oder man sagt sich, das Risiko wird zu groß auf diesen Niveaus. Wir sichern mal bestehende Long-Positionen, die wir für unsere Investoren haben, ab. Das ist nach wie vor nicht unklar. Bridgewater selber hat heute einen wirklich erhellenderen Kommentar dazu verweigert. Nicht gesagt, was eigentlich genau gemeint ist mit diesem Trade. Warum sollte man das auch eigentlich sagen? Aber jedenfalls ist das eine interessante Konstellation, die sich da abzeichnet. Man wettet also praktisch darauf, dass Märkte fallen. Alle anderen Investoren, hat man das Gefühl, sitzen genau in der anderen Richtung. Hier sichtbar zum Beispiel im Put-Call-Ratio. Es gibt also so wenige Puts auf Calls auf den Markt wie seit Januar 2018 nicht mehr. Wir erinnern uns, Januar 2018 gab es ja dann diesen sehr herben Abverkauf, nachdem die US-Steuerreform noch im Dezember beschlossen wurde. Ab Ende Januar, Mitte, Ende Januar ging es dann vor gute zwei Jahren oder vor knapp zwei Jahren massiv nach unten. Da hatten wir ein ähnliches Put-Call-Ratio. Jetzt sind wir sogar noch ein Stück weit extremer. Wir haben die höchste je erreichte Anzahl von Short-Kontrakten auf den Weg. Man wettet also auf fallende Volatilität, ergo auf weiter steigende Kurse, weil man sich sagt, wir haben doch den Fed-Put, das ist das Sicherheitsnetz. Das wird verhindern, dass wir hier in Schwierigkeiten kommen. Ist doch alles gut. Aber es ist vielleicht eben doch anders, als manche denken. Wir sehen so einige interessante Punkte. Wir sehen zum Beispiel, dass aus Hedgefonds jetzt seit März konstant Geld abgezogen wurde durch Investoren. So lange diese Abzugsstrecke, solange schon sozusagen jetzt einige Monate wie seit der Finanzkrise nicht mehr, kann sein, dass mehr und mehr Investoren hier jetzt in ETFs gehen und eben ihr Geld rausnehmen aus den doch relativ teuren Hedgefonds. Wir sehen, dass hier Newsletter-Schreiber, dass Marktanalysten insgesamt sagen, Mensch, ihr braucht eine ganz hohe Investitionsquote in Aktien, geht doch da rein, 65,6%, das ist ein höherer Wert als zu 95% derzeit seit dem Jahr 2000, also seit roundabout 20 Jahren knapp. Da sieht man also, dass diese bullische Stimmung schon sehr, sehr groß ist. Und vielleicht wetten Dalio und Bridgewater ja darauf, dass die Börse den Weg des größten Schmerzes wieder mal geht. Dass also die meisten Leute auf dem falschen Fuß erwischt werden, dass die politischen Risiken steigen in den USA. Jetzt mit der Wahl, wenn die Demokraten zum Beispiel Elizabeth Warren nominieren würden, dann wäre das schon mal ein Schock für die Wall Street, denn Warren als Präsidentin wäre das Ende der Selbstbereicherungsparty der Wall Street mit den Buybacks, mit den wahnsinnigen Dividenden, die ausgeschüttet werden. Da wird sozusagen auf Kosten der Zukunft in der Gegenwart konsumiert. Das will Warren ändern und das würde den Wall Street-Jungs überhaupt nicht schmecken. Vielleicht steckt das dahinter, vielleicht eben aber auch nur Absicherungspositionen auf die Märkte. Es ist wie zum Beispiel jetzt auch Goldman Sachs zugibt. Es ist nicht so, dass die Gewinne der Unternehmen diese Kursstände rechtfertigen. Es ist alleine die Notenbanken, die diese Rallye ausgelöst haben, nicht die Gewinne der Unternehmen. Wenn wir uns alleine mal jetzt die Situation anschauen, der berichtenden US-Unternehmen in dieser Woche, dann haben wir 52 Unternehmen, die berichtet haben. Davon haben nur in Anführungszeichen 54 Prozent die Gewinnerwartungen übertroffen, die natürlich vorher massiv gesenkt wurden bei gleichzeitiger Reduktion der Aktien, durch die man den Gewinn teilen muss. 44 Prozent haben die Umsatzerwartung übertroffen, ergo haben 56 Prozent die Umsatzerwartung verfehlt, also mehr als die Hälfte, und nur 10 Prozent haben den Ausblick erhöht, während 21 Prozent den Ausblick gesenkt haben, also mehr als das Doppelte. Durchschnittlich sind die Aktien, die in dieser Woche berichtet haben, 2,38% im Minus. Auch das zeigt, dass eigentlich hier die Differenz zwischen
Kursen, die nahe an Allzeithoch sind und Unternehmensgewinnen praktisch nicht so richtig stimmt, dass da irgendwas nicht so richtig in Ordnung ist, nicht so wirklich zusammenpasst. Vielleicht ist es das, was eben hier spekuliert wird und ein anderer Großspekulant, George Soros, der hat jetzt kürzlich seine massive Wette gegen steigende Aktienmärkte in Gestalt des S&P 500 geschlossen, nämlich George Soros, der geglaubt hat, dass eben mit Trump die Märkte in ein Chaos stürzen. Jetzt stellt er fest, dass die Fed die Geldpolitik geändert hat, dass sie Unternehmen massiv Aktien zurückkaufen, etc. etc. Jetzt hat er die Reißleine gezogen. Also ein großer, Ray Dalio, der geht jetzt sozusagen all in. Da ist 1% der gesamten Equity von Bridgewater wird hier eingesetzt. Man bewegt damit 100 Milliarden Dollar in etwa. Und ein anderer Großer verabschiedet sich jetzt, der 1 Milliarde Dollar verloren hatte mit diesem Trade, wenn das mal nicht ein schönes Zusammentreffen ist. Wir hatten ansonsten natürlich noch Handelskrieg und wir sehen hier so ein bisschen das Auf und Ab wieder. Trump hat heute sich geäußert auf Fox, hat gesagt, the deal is closed, also er macht jetzt den Cutlow. Dann hat er gesagt, ja, ich habe aber auch Xi Jinping gewarnt, hier Soldaten einzusetzen in Hongkong, fand man dann nicht ganz so toll, aber eben auch nicht schlimm. Und Trump hat nicht gesagt, ob er diese Hongkong-Bill unterschreiben wird, die ja vom Senat wie auch vom Abgeordnetenhaus verabschiedet wurde, aber er wird sie unterschreiben müssen, so viel scheint klar. Dementsprechend wird der China auch darauf reagieren. Wir haben dann auch noch so ein bisschen Verstörendes hier seitens von Donald Trump, der gesagt hat, ja, wir stehen zu den Leuten von Hongkong, aber ich stehe auch zu meinem Freund Xi Jinping. Er ist ein unglaublicher Typ. We have to stand, but I'd like to see him, see them work it out. Also ich möchte, dass sie das auf die Reihe kriegen, nämlich die Forderungen der USA zu erfüllen. But I stand with Hong Kong, I stand with freedom. Also das ist so ein bisschen von allem. Ich stehe dazu und stehe zum Gegenteil und finde die ganz wunderbar, die sozusagen zum Gegenteil stehen, was jetzt auch immer. Dann hat heute die Federal Communications Commission, also praktisch die Telekommunikationsaufsichtsbehörde der USA, heute jetzt Huawei und ZTE als nationales Sicherheitsrisiko eingestuft. Aber die Trump-Administration erlaubt dennoch weiter Handel von US-Unternehmen mit Huawei und ZTE. Also kann man hier sagen, we stand with Hong Kong, but we stand with Xi, we approve, wie Carl Cantinelli hier schreibt, we approve Huawei licenses, but we designate them as risks. Also einerseits lässt man weiter diese Lizenzen laufen, gleichzeitig sagt man aber, sie sind ein nationales Sicherheitsrisiko, das ist eine nicht sehr kongruente Politik, wie auch immer. Was gab es heute noch? Es gab Lustiges von Elon Musk, der hier mit seinem Cybertruck versucht hat zu zeigen, wie widerstandsfähig der ist und Steine gegen die Scheibe hier geschmissen hat. Und wir sehen, es hat nicht so ganz geklappt und er stand so ein bisschen betröppelt da. Die Aktie von Tesla heute massiv unter Druck. Ob deswegen oder weil die Aktie so stark gestiegen ist, weiß ich nicht. Das wird sich dann zeigen. Kommen wir zum Kursgeschehen. Was bedeutet das alles bei den Märkten? Nicht so wahnsinnig viel. Wir haben irgendwie Ruhe, wie ich schon gesagt hatte, nicht allzu aufregend. Wir hatten heute ja Konjunkturdaten aus der Eurozone. Bei Deutschland die Industrie etwas besser, aber der Dienstleistungssektor schwächer. Das ist jetzt das neue Schema jetzt plötzlich in der Eurozone. Industrie erholt sich, aber der Dienstleistungssektor mithin, der Konsum wird also schwächer. Das alles führt zu so einer gemixten Lage hier bei den Indizes. Dow unverändert, der S&P 500 reichlich uninspiriert bei 3107 Punkten. Was macht der DAX aus der ganzen Geschichte? Der versucht sich hier jetzt zu stabilisieren bei das ist immer noch nicht der DAX, das ist hier der DAX bei 13.186, die Charts von Capital.com, meine Damen und Herren, Sie ahnten es ja vielleicht, also nicht viel, was hier passiert, Aussagen von Trump, Deal is closed, boofs, rauf, runter, das ist sozusagen der tägliche Wahnsinn. Euro-Dollar, was macht der geht wieder ein bisschen runter, wir hatten heute Konjunkturdaten, Market PMI, etwas besser als befürchtet in den USA. Wir hatten Universität Michigan, Verbrauchervertrauen wieder ein bisschen gestiegen. Das hat dem Dollar geholfen, belastet dann wieder Gold, 1462 und Crude Oil ein bisschen nach unten bei $57,75. Also,
Wir haben widersprechende Signale. Der eine gibt auf, nämlich George Soros, der andere Ray Dalio und Bridgewater, die gehen jetzt doch relativ stark positioniert da rein. Selbst wenn es nur eine Absicherung ist, heißt das, dass man dem bestehenden Niveau ein bisschen misstraut, dass man möglicherweise der Diskrepanz, der Schere zwischen Fundamentaldaten und Kursentwicklung misstraut und sagt, dieser Fed-Put, der wird nicht ausreichen, um dieses Niveau langfristig oder längerfristig zu rechtfertigen. Wir werden sehen, wie es kommt. Jetzt wünsche ich erstmal ein wunderschönes Wochenende, meine Damen und Herren, und sage Servus und Ciao.